Er kämpft für die CDU in Duisburg-Marxloh. Grün, Gelb, Rot. Dennis Güner gegen die Ampel. Ich hasse diese Ampel. Und da ich Kandidat bin, kann ich nicht mehr über Rot gehen. Ja. Genau, sie nennen ihn den Sheriff von Duisburg-Marxloh. Ein Türke räumt auf. Die deutschen Gesetze müssen auf Duisburger Straße gelten. Ja, Marxloh. Schön habt ihr's hier. Bist du jetzt bei der CDU der Lieblingstürke? Oder? Ja. Der Einzige. Der Einzige, ernsthaft? Der Einzige. Ach, der gut. Einzige, der kandidiert. Die CDU hat ja im Bundestag nur 4% Migrationsanteil. Richtig. Und die AfD? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, 4%. 7%. Ja, was macht die AfD besser? Das ist eine sehr gute Frage. Was machen wir nicht so gut, würde ich fragen. Nicht so gut wie die AfD? Wir müssen, wenn du mich fragst, müssen wir eine Quote einführen, weil wir kriegen das alleine nicht gebacken. Quotentürke. 8 Lampengeschäfte, 40 Trinkhallen, 230 Restaurants, 500 Freunde und 60 Baklava später erklärt sich der Aufstieg von Dennis Güner. Früher haben die ihm gesagt, SPD ist Arbeiterpartei. Ja. Ne, die stehen für die Ausländer immer. Mhm. Aber ich glaube, jetzt hat sich das etwas geändert. Durch Herrn Dennis Güner. Er kommt, spricht mit uns. Ja, okay. Wir würden auch gerne türkische Abgeordnete, türkischer Kanzler, türkische... Übertreib mal nicht, türkische Kanzler. Warum nicht? Irgendwann reicht's auch. Warum nicht? Wahlkampfveranstaltung der NRW-CDU in Wattenscheid. Da bin ich aber mal gespannt, ob ihn hier irgendjemand kennt. Wir sind mit dem Herrn unterwegs. Zu welcher Partei würden Sie ihn einordnen? In welcher Partei? Forza Italia. Was machen Sie denn? Ich kandidiere für die CDU im Duisburger Norden, für den Landtag. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, dann mal viel Erfolg. Ja. Und wir werden jetzt in Duisburg auch aufräumen. Stimmt's, Abdel Karim? Der Migrant muss nicht mehr aufräumen. Sondern? Er kann teilhaben. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sie kenne ich irgendwo hier. Ich bin Bademeister. Ist die CDU eine Partei des alten weißen Mannes? Sie ist eine Partei des alten weißen Mannes, aber auch von klugen jungen Köpfen. Richtig. Und wie würden Sie einen Prototyp alter weißer Mann beschreiben? Vielleicht so Typ wie ich. Also Menschen mit Migrationsgeschichte bei der CDU. Wo ist da der Knackpunkt? Warum scheitert es? Na, das scheitert nicht. Na, ich bitte Sie, wenn Sie reinseppen, also wie viele fallen Ihnen jetzt spontan ein? Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund. 3 Namen reichen. Ein Name reicht. Sarah Bühler. Ja, das ist wirklich so mit die bekannteste. Du bist noch nicht mal der CDU, oder? Ich habe den Antrag zu Hause, ich muss ihn nur abschicken. Dann schickst du den bitte morgen ab. Und jetzt denkt der Türke, der kann hier Befehle geben. Ich glaube, das ist keine Bitte. Das ist eine Bitte. Ja. Ich kandidiere ja selbst für die CDU im Duisburger Norden für den Landtag. Mhm. Und bin gerade dabei, den Laden aufzuräumen, richtig? Sehr gut. Bei dir hat man ja ab und zu den Eindruck, du bist schon so ein bisschen der Sheriff von Marxloh. Ja, du bist so aufräumen, du bist so der, hey, deutsche Gesetze auf Duisburger Straßen. Hast du ein Problem damit? Oh, du kannst auch anders. Das ist sehr gut. Hast du schon mal überlegt, Schweinefleisch zu essen, damit die dich mehr mögen? Ich bin ja eigentlich Veganer, ne? Ich hoffe, dein Programm ist ein bisschen ehrlicher. So, Kinder, ich hoffe, die Kamera läuft, denn ich halte nicht an. Abonniert den Kanal hier. Danke, euer Gerner Tastnecht. So, ich gehe wieder nach Hause. Schönen Feierabend, Jürgen. Ciao.